Heute geht es bei uns ganz ums Gaming, denn wir haben endlich den Curved Gaming Monitor von Xiaomi hier und den zeigen wir euch jetzt. Hi, ich bin Jens von China Gadgets. Heute habe ich Fabian mit dabei. Hi. Fabian kennt ihr schon, wenn ihr auf unserer Webseite auch mal unterwegs seid ab und zu. Der, was machst du eigentlich bei uns? Ja, ich teste die meiste Zeit Kopfhörer, aber da geht auch mal eine Gaming-Tastatur oder halt hier so ein Xiaomi Gaming Monitor. Und du bist, genau wie ich, Zocker? Du spielst auch gelegentlich mal? Ja, genau. Mal. League of Legends, Valorant, aber auch so Singleplayer-Spiele. Genau. Und welche bessere Gelegenheit, mal darüber zu reden, als mit diesem Xiaomi Curved Gaming Monitor, so heißt er, glaube ich. 144 Hertz, 34 Zoll. Genau, 34 Zoll. Wir haben hier eine WQHD-Auflösung, also nicht ganz 4K, aber 1440p. Und man sieht auch direkt, der ist ziemlich groß. Das ist ein Ultraweit-Monitor mit einer 21:9 Seitenverhältnis. Und wir haben ja auch noch ein VA-Panel. Das ist jetzt nicht IPS, aber VA ist immer noch ziemlich gut. Viele technische Daten, aber ich glaube beeindruckend direkt einfach auf den ersten Blick. So ging es mir nämlich eben. Ich weiß nicht, was hast du für Monitor zu Hause? Auf was zockst du? Also ich habe tatsächlich drei Monitore zu Hause. Einer davon ist auch 144 Hertz, deswegen fühle ich mich ja eigentlich ganz heimisch. Und von der Größe her? Weil ja, ich habe zwei 23 Zoller. Ja, eher 24 Zoll, ja, okay. Also sowas ist, da hat man ja gar nicht den Platz für drei. Wir haben es eben mal angemacht und ihr seht es vielleicht auch gerade schon, es sieht richtig cool aus, wenn man darauf mal die Spiele so sieht. Wir haben schon über die Breite geredet, wir haben hier über das Format geredet, Bildschirmränder vielleicht noch. Die sind hier auch ziemlich schmal. Ja, ziemlich schmal, 2 mm. Also das hat nicht jeder Monitor. Genau, und hier sind natürlich auf dem Screen noch so ein kleiner schmaler Rand drauf, ne? Abgesehen genau. Von dem Gehäuse, aber cool aussehen, das kann Xiaomi halt. Ne? Wir haben ja auch so eine typische Curved-Monitor-Krümmung, das sind 1500R. Das ist ziemlich üblich. Außerdem haben wir natürlich hier auch im Display eine hohe Bildwiederholungsrate. Du hast ja gesagt, du spielst auf 60 Hertz. Hier haben genau, ja, mein Monitor kann ich mehr. Ich zocke noch auf 60 Hertz. Genau, das ist hier ein bisschen schneller. Ja, außerdem haben wir hier FreeSync verbaut. Das kennt man von AMD, aber seit einiger Zeit ist es bei neuen Nvidia-Grafikkarten auch möglich, das mitzubenutzen. Das ist hier zwar nicht zertifiziert, das sagte er einem auch, aber man kann es trotzdem einschalten. Genau, haben wir eben ausprobiert war dann ein bisschen komisch. Auch mit der Bildrate, wir mussten erst mit den Kabeln ein bisschen ausprobieren. Ah ja, weil genau. Weil HDMI keine 144 Hertz. Genau, mit HDMI, wir haben hier zwar HDMI 2.0 verbaut, sogar zwei Anschlüsse, aber da kann man leider nur 120 Hertz benutzen. Genau, das ist die Rückseite und hier ist es, hat mir eben ganz gut gefallen, das hatte ich gar nicht gesehen, das haben wir eben erst gemacht, dass man die Kabel hier durchführen kann. Gefällt mir mega gut. Ich meine, es ist ein bisschen umständlich, das einmal hier dran zu kriegen, wenn man die Kabel hier so führen muss, aber dann sind sie einmal da drin und man sieht sie wirklich nicht mehr. Ja, das ist echt super. Cool gelöst, wir haben hier die Anschlüsse, was haben wir? Wir haben zweimal HDMI und zwei DisplayPort. Genau, also zweimal HDMI 2 und zweimal DisplayPort 1.4. Und die DisplayPort sollte man dann auch benutzen, wenn man das ganze Potenzial vom Monitor nutzen möchte. Wir haben keinen USB-Anschluss dabei. Aber dafür haben wir einen Kopfhöreranschluss. Das heißt, ihr könnt direkt euer Headset da einstecken und den Ton über den PC hören. Der Monitor wird hier quasi festgemacht. Hier ist der Ständer natürlich immer dabei. Aber wer quasi auch eine andere Haltung benutzen möchte, der kann die einfach dran machen. Das ist ein 100x100 WESA-Standard. Kriegt man überall. Die Tasten für die Bedienung sind hinter dem Monitor, das sieht man hier. Das heißt, wenn man von vorne da dran ist, muss man die so ein bisschen dann hintergreifen. Ich fand, das ging ganz gut. Du warst nicht so begeistert. Ja, ich bin da nicht so begeistert. Also mein Monitor zu Hause, der ist deutlich günstiger und der hat da schon so einen kleinen Joystick hinten dran. Da kann man das dann besser so blind steuern, weil wenn man da so die Tasten hat, da vertippt man sich dann. Aber vielleicht ist das auch Übungssache. Wie oft stellt man am Monitor schon was um? In der Regel stellst du das einmal ein. Du hast wie das meistens aber ist, hier ein paar Farbprofile und sowas zur Auswahl. Du kannst irgendwie auf Gaming, auf Movie und sowas stellen. Sehr cool ist auch, dass hier vieles beweglich ist. Das Ding ist halt komplett höhenverstellbar. Es lässt sich nicht irgendwie einrasten, was dann dazu führt, dass wenn man hier irgendwie mal an was zieht oder sowas, der sich schon mal mitbewegt. Das hält aber stabil alles. Das ist wunderbar. Man kann ihn hier schwenken. Und man kann ihn sogar neigen. Und man kann ihn auch neigen. Ja, da muss man auch noch drauf achten, dass die Kabel lang genug sind, sonst reißt man ja, sich genau, da die Ports raus. Genau, dann zerrt das hier schon mal, gerade wenn man die, die Abdeckung hier dran hat. Ja, schönes Teil. Also da muss man, glaube ich, kann man nicht viel zu sagen. Wäre es auch super verarbeitet, also das fühlt sich richtig gut an. Das ist halt Xiaomi, mit diesem Mi-Logo. Sieht zumindest alles top aus. Ich denke, es ist klar, wozu man sich so einen Monitor holen sollte. Das ist kein Office-Monitor. Ich glaube, Xiaomi bewirbt es zwar so und sagt, natürlich ist der Office geeignet. Es stimmt, dadurch, dass man den halt im Prinzip splitten kann, den Monitor, ist es wie zwei Monitore. Das kannst du natürlich machen, aber sind wir mal ehrlich, dafür holt sich jetzt keiner einen Gaming-Monitor, der schon das Gaming im Namen trägt. Wir haben ja hier 144 Hertz.
Das ist natürlich für die Shooter-Spieler gedacht, wenn ihr Counter-Strike oder Valorant gerade das neu spielt, dann ist das natürlich ganz gut. Wir haben hier auch nur 4 Millisekunden Reaktionszeit. Das ist nicht das schnellste, weil das halt auch ein VA-Panel ist, aber ist immer noch relativ schnell. Shooter sind natürlich immer prädestiniert, da wo du die Reaktionszeiten brauchst und wo du wenig Verzögerung brauchst. Was noch, vor allem weil es natürlich ein Widescreen ist, mega gut aussieht, sind Rennspiele. Ja, gerade was so grafikhungrige Sachen, ich meine 4K-Monitor einfach und das in der Auflösung. Ja, hier auf Far Cry, die ganzen Landschaften, es sieht einfach sehr cinematisch aus. Sieht unfassbar gut aus. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich habe extra dich dazu geholt, Fabian, du hast wirklich ein bisschen mehr Ahnung. Ich zocke zwar gerne und viel, aber ich bin mit meinem 60-Hertz-Monitor immer zufrieden gewesen. Hau mal raus. Also erstmal, es sind natürlich mit 34 Zoll, das ist echt viel. Man muss sich das vorstellen, man sitzt ja nicht so irgendwie wie beim Fernseher relativ weit weg, sondern man sitzt ja wirklich davor und dann ist man wirklich im Spiel drin. Und dann hilft auch die hohe Auflösung, weil bei einem Full-HD-Monitor, da könnte man dann vielleicht sogar schon die Pixel zählen, aber hier nicht. 1440p, auf WQHD genannt, noch nicht ganz 4K, aber dann braucht man auch nicht so eine teure Grafikkarte, um den quasi komplett auszunutzen. Wie dir das sagt, das schon mit dem davor sitzen. Ich habe eben, als wir den angemacht haben, allein in Windows. Wenn du es so nicht gewohnt bist, es ist halt wie zwei Monitore und du hast auf einmal, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Aber sobald du dann das Spiel startest, das war schon cool. Ein bisschen muss man mit den Einstellungen manchmal rumprobieren, habe ich gesehen bei manchen Spielen eben. Ja. Es hatte nicht alles unterstützt auch die Auflösung. Ja, wir hatten zum Beispiel Skyrim, da muss man sich dann quasi einen Mod runterladen. Aber die neueren Spiele, die achten da mittlerweile schon ziemlich drauf. Und das ist ja auch gerade mehr so ein Trend von den Curved-Monitoren. Und das wird immer mehr kommen. Es gibt ja bei einigen Monitoren, dass man quasi so ein Backlight-Bleeding hat. Da haben wir uns einfach mal so einen schwarzen Bildschirm angeguckt. Und also so ein bisschen vielleicht am Rand, aber das ist wirklich im Rahmen und stört absolut nicht. Wenn man den Monitor jetzt bekommen will, man möchte den jetzt kaufen. Was kann man dann aktuell machen? Also der ist zuerst in China erschienen. Da gibt es ihn für so 400 Euro oder aufwärts. Kommt immer drauf an, was der China-Shop gerade für eine Promotion hat. Gibt es auch aus dem EU-Lager tatsächlich. Da kriegt man ihn dann ein bisschen schneller. Aber Xiaomi hat jetzt letztens auch auf einem Event diesen Monitor vorgestellt. Das heißt, wir bekommen den auch in Deutschland. Da ist er ein bisschen teurer, 499 Euro. Aber man profitiert natürlich auch vom Kundenservice. Es ist eine Frage, ob es den dann vielleicht sogar in dem neuen Xiaomi Store geben wird. Den haben wir ja mal besucht. Das können wir sicherlich hier oben Video einblenden. Wir waren nämlich im neuen Xiaomi Store. Weiß ich noch nicht, ob der da jetzt erscheint, aber ist ja vielleicht auch eine Sache für die Zukunft, wenn er jetzt offiziell angekündigt ist, wirklich. Vielleicht findet man ja sogar da. Und dann kommt man dann natürlich auch in den Vorteil, man hat dann den Support vom Laden und von Xiaomi direkt, was bei Bestellungen jetzt aus dem China-Shop immer ein bisschen schwerer ist. Genau, du hast schon gesagt, 500 Euro, wenn er dann hier erscheint. Für 400 Euro kriegt man noch jetzt schon, wenn man importiert. Da muss man auch keine Sorge haben wegen der Sprache. Das ist ja jetzt auch ein chinesisches Modell. Man kann die Sprache umstellen. Hier war sogar standardmäßig auf Englisch. War standardmäßig auf Englisch. Genau, das Menü und die Anleitung ist auf beiden Sprachen, Chinesisch und Englisch. Wir haben sogar, auch das war dabei, einen EU-Stecker. Man braucht keinen extra Adapter, sondern man kann das hier nehmen. Aber es ist auch sowieso ein normaler Kaltgerätestecker. Also ich bin mega beeindruckt. Hat ein bisschen damit zu tun, dass ich noch nicht auf so einem großen Curved-Monitor mit der Auflösung und der Größe gezockt habe. Das sieht mega cool aus. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich habe jetzt ein bisschen darauf gespielt und ja, gefällt mir gut, die Verarbeitung ist geil. Ist ein tolles Produkt. Ja, sehe ich genauso, auch weil man hier viel Technik für relativ wenig Geld kriegt, weil vergleichbare Modelle von namhaften Herstellern, die kosten doch noch mal ein bisschen mehr. Ja genau, ich glaube unter 400 Euro gibt es eigentlich nichts mit dem gleichen Datenblatt. Da muss man dann schon aufwärts gucken. Sagt uns auf jeden Fall gerne, was ihr von dem Monitor haltet. Hättet ihr auch Bock auf so einen? Oder habt ihr vielleicht schon einen in der Größe? Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Genau, und abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und zum nächsten Video geht's hier oben. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.